Uns sind Unterlagen eingereicht von 3 Kandidatinnen, die vollständig sind nach unserer Auffassung. Eine interessante Info ist, dass die Stichwahl jetzt nicht wie gewohnt 2 Wochen danach stattfinden könnte, sondern sie soll verschoben werden. In diesem Jahr steht ja die OB-Wahl an in Cottbus, ganz klar. Wie läuft denn aktuell das Verfahren? Wie viele Kandidaten sind schon eingereicht? Bis wann läuft überhaupt die Frist? Also bis zum 7. Juli um 12 Uhr können noch Kandidaten ihre Unterlagen bei mir abgeben, beim Wahlleiter. Am Tag später, am 8. Juli, am 13. Uhr tagt der Kreiswahlausschuss und da werden alle Unterlagen entsprechend geprüft und am Schluss dann auch entschieden, welche Vorschläge zur Wahl zugelassen werden. Wie viele Kandidaten gibt es bisher? Bisher gibt es offiziell noch gar keinen Kandidaten, aber uns sind Unterlagen eingereicht von 3 Kandidatinnen, die vollständig sind nach unserer Auffassung. Wie läuft denn dann das Verfahren weiter? Ich denke mal, die Briefwahlen werden vorbereitet und so weiter, ne? Genau, also man kann nach der Wahlausschusssitzung natürlich können auch wieder Beschwerden eingelegt werden und so weiter und so fort. Und dann wird aber ab nach dem 21. Juli werden dann die Stimmzettel gedruckt und danach können die Briefunterlagen ausgegeben werden. Die können zum einen wieder beantragt werden schriftlich beziehungsweise über unseren Online-Link auf unserer Homepage. Aber wir werden auch wieder im Lernzentrum in Cottbus anbieten die Möglichkeit, dass man Unterlagen gleich beantragt und auch gleich wählen kann. Ich weiß noch, bei der Bundestagswahl, glaube ich, war das, wo die Stadt Cottbus mit mehr Briefwahlunterlagen gerechnet hat. Wird das auch bei der OB-Wahl so sein? Also damals war noch ein bisschen Corona-Einfluss, der eine Rolle gespielt hatte. Wir denken auch, dass zu dieser Wahl die Briefwahlanträge weiter hoch werden. Das ist eine Tendenz der letzten Jahre. Und ja, ich denke, dass dieser Anteil der Brieffehler weiter steigen wird. Eine interessante Info ist, dass die Stichwahl jetzt nicht wie gewohnt 2 Wochen danach stattfinden könnte, sondern sie soll verschoben werden. Wie gewohnt ist nicht ganz korrekt, wie geplant, also wie beantragt auch von uns halt. Das hat folgende Ursache. Alle Wählerinnen und Wähler, die zur Hauptwahl Briefunterlagen bekommen haben, müssen zur Stichwahl auch Unterlagen zugeschickt bekommen. Und diese Unterlagen müssen dann wieder natürlich bis zum Zeitpunkt der Stichwahl bei uns, bei mir vorliegen zum Auszählen. Und wir haben entsprechende Leistungen ausgeschrieben, unter anderem eben das Kuvertieren und Verpacken der Wahlunterlagen, haben dafür einen Zeitraum von 3 Tagen angesetzt, also von Montag nach der Hauptwahl bis Mittwoch, damit ein Zusteller dann innerhalb von 2 Tagen die Unterlagen verteilen kann. Jetzt haben wir in der Ausschreibung aber keinen Bewerber bekommen. Keiner hat also sozusagen diese Leistung, will die erfüllen für uns, weil die Terminkette zu kurz ist, wurde uns auch mitgeteilt. Das hat für uns die Konsequenz, wir müssten sozusagen damit rechnen, dass die Kuvertierung, dass es länger dauert, die Verteilung erfolgt später und in der Kette ist das Risiko einfach da, dass die Wählerinnen und Wählerinnen ihre Unterlagen zu spät bekommen und damit nicht am Tag der ursprünglichen Stichwahl bis 18 Uhr die Unterlagen wieder zurück zu mir kommen. Das würde bedeuten, sagen wir mal, mehrere hundert Briefwähler können nicht an der Wahl teilnehmen. Das haben wir als Risiko erkannt, gestern entschieden und wollen jetzt beantragen, der Oberbürgermeister wird beantragen, die Verschiebung des Stichwahltermins auf den 9. Oktober. Okay. Muss dafür aber noch jemand eine Zustimmung geben oder kann man das einfach so machen? Das kann man nicht einfach so machen, dass den Wahltermin und den Stichwahltermin liegt das Innenministerium, das Ministerium für Kommunales und also das MWK liegt das fest sozusagen, wir müssen es beantragen, haben es auch schon vorbesprochen und unsere Risiken, die ich gerade genannt habe, werden vom Ministerium auch geteilt und wir haben die Information bekommen, dass die Terminverschiebung rechtlich möglich ist und auch befürwortet wird. Ich will mal einen interessanten Fakt aufgreifen. Wir haben es jetzt in Lübben gesehen, nur 30% bei der Stichwahlwahlbeteiligung. Was passiert denn eigentlich, wenn überhaupt nicht dieses besondere Verhältnis, damit eine Stichwahl erfolgreich für jemanden ausgehen kann, erreicht wird? Wie geht es denn dann eigentlich weiter? Also erfahrungsgemäß ist die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen geringer als bei der Hauptwahl. Rechtlich ist es so geregelt, dass natürlich die Stichwahl derjenige gewinnt. Also zwei Personen kämpfen um den Sitz, sozusagen um den Sieg. Es gewinnt derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Aber diese Anzahl der Stimmen müssen auch mindestens 15% sein, der insgesamt Wahlberechtigten in dem Wahlgebiet. Wenn sozusagen der Sieger zwar die meisten Stimmen hat im Vergleich zum geschlagenen Bewerber, aber die 15% nicht erreicht werden, würde es bedeuten, dass in dem Fall in Cottbus dann die Stadtverordnetenversammlung Cottbus die Oberbürgermeister wählen würde.